Eigentlich sollte der feierliche Jahresempfang des Landkreises Nordwestmecklenburg am 21. Oktober unter den aktuellen Hygienebestimmungen wie gewohnt stattfinden. Am 20. Oktober sagte Landrätin Kerstin Weiß den Empfang jedoch ab. Steigende Infektionszahlen im Land und in Nordwestmecklenburg waren der Grund dafür. Die Veranstaltung wurde auf 30 Teilnehmer reduziert, damit wenigstens die Preisverleihung stattfinden konnte. Wir hatten ja mit einem Jahresempfang geplant, so wie in jedem Jahr, natürlich unter Corona-Bedingungen und mit Hygieneregeln. Aber dann haben wir uns doch kurzfristig dazu entschlossen, den Jahresempfang einzudampfen zu einer Preisverleihung, die dann aufgezeichnet wird. Ich denke, das war im Nachhinein die richtige Entscheidung, hier also nicht so viele Menschen zusammenkommen zu lassen. Bei dem Empfang werden in jedem Jahr die Ehrennadeln vergeben. Die bekommen Einwohner, die durch ihr bürgerschaftliches Engagement einen besonderen Beitrag für den Zusammenhalt und das gedeihliche Zusammenleben im Landkreis oder in den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden geleistet haben. Der Kulturpreis und der Jugendkulturpreis wurden an dem Abend ebenfalls an die Gewinner übergeben. Die Kreismusikschule Karl Orff Nordwestmecklenburg erhielt den Kulturpreis. Gründerin Heidrun Bank legte mit dieser Institution den Grundstein für einen lebendigen, kreativen und weltoffenen Ort für musikalische Bildung. Es war wirklich eine ganz, ganz große Überraschung. Ich habe da in keinster Weise mit gerechnet. Ich war eigentlich eingeladen hier und bin für einen Kollegen eingesprungen, dass wir hier Musik machen konnten. Und ja, habe gedacht, wunderschön. Kennen auch viele, die die Ehrennadel bekommen haben, vor allem Wolfgang Schumacher, und habe mich so gefreut. Und als nachher Frau Hesse gesprochen hat und ich wurde aufgerufen, da konnte ich es gar nicht fassen. Die Künstlerin Solana, die Kreismusikschule Karl Orff sowie die Tanzgruppe Jauxi Entertainment, die den Jugendkulturpreis 2020 an diesem Abend gewannen, rundeten die Preisverleihung ab.